Hallo, guten Abend. Heute, ich habe in meiner Praxis zwei wunderschöne Damen. Die beiden sind sehr erfolgreich in ihrem Beruf, aber das Beruf ist sehr stressig. Es hat zu tun mit Zahlen, mit Nummern. Die beiden schönen Damen sind Steuerberaterin und auch haben zu tun mit Immobilien, also es ist stressig. Und deswegen, um Stress zu reduzieren und sich zu verjüngen, die beiden Damen haben bei mir mehrmals absolviert intermittierende hypoxisch-hyperoxische Training. Und es ist sehr interessant, jetzt einen Austausch von Erfahrungen. Was können unsere schönen Damen erzählen? Bitte stellen Sie sich vor. Und erzählen Sie bitte. Erst Susanne und dann Ursula. Bitte. Ja, mein Name ist Susanne Heibel. Ich habe eine Steuerkanzlei und eine Immobilienagentur hier auf Mallorca. Und war mein ganzes Leben auf der Suche nach Methoden, das Alter, den Alterungsprozess etwas zu stoppen oder zu verlangsamen. Naja, und nach einigen Erfahrungen mit anderen Dingen bin ich dann auf diese Methode gekommen und glaube, dass es diejenige Methode ist bisher, die mir am besten geholfen hat und die am besten gewirkt hat. Ich will dann fragen, was für eine Auswirkung hat es diese Methode an Ihren Beruf, an Ihre Konzentration, Gedächtnis, ja, kurzzeitige Gedächtnis, Energie? Haben Sie was bemerkt? Nee, ich werde ausdauernder. Ich bin immer schon recht energiegeladen gewesen, aber ich werde noch ausdauernder. Ich kann länger arbeiten, ich werde noch später müde als sonst. Und Konzentration hat sich gebessert. Ja, Gedächtnis war eigentlich immer gleich. Perfekt. Aber vor allem kann ich länger arbeiten, bleibe länger frisch. Also ja, eine Konzentration, eine intellektuelle Konzentration braucht viel Energie vom Gehirn. Man muss wach bleiben, man muss schnell denken, so kalkulieren, reagieren. Also es hat sicher eine Auswirkung. Bitte, Ursula, ja. Ihre Erfahrung. Ja, mein Name ist Ursula Müller-Breitkreuz. Ich bin auch Steuerberaterin hier in Mallorca. Ich habe auch eine relativ gut gehende Kanzlei, die mir sehr viel Arbeit bringt, natürlich auch sehr viel Arbeit macht, sehr viel Verantwortung. Und ich bin zu diesem Hypoxie-Training gekommen vor ein paar Jahren über einen Heilpraktikerfreund, der hatte mich darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, komm noch mal morgens kurz vorbei und leg dich mal unter die Maske, versuch mal abzuschalten, konzentriere dich mal auf dich, nur aufs Atmen. Das ist etwas gewesen, was für mich was ganz Neues ist, weil ich eigentlich sonst nicht stillstehe. Und diese Konzentration auf mich, auf das Atmen und die unterschiedlichen Sauerstoffsättigungen war eine ganz neue Erfahrung und hat jetzt nach ein paar Jahren, ich mache diese Kur ja zweimal im Jahr, merke ich, dass ich im Sport, also auch wenn ich mal ein paar Wochen nichts mache, direkt wieder die Ausdauer habe wie vorher. Ich mache Krafttraining. Während der Arbeitszeit merke ich es insofern, als dass ich abends mache, wo ich dann sehr gut abschalten kann und dann auch meistens danach schlafe. Und das ist etwas, was für mich sehr, sehr wichtig ist, dass ich mich mal auf mich konzentriere und nicht immer weiter drehe und so. Also ich nutze das im Prinzip ein bisschen gegenteilig. Ich nutze das, um zu mir zu kommen und gleichzeitig Energie zu tanken. Sehr gut, sehr gut. Ja, es gibt verschiedene Aspekte von dieser Methode, verschiedene Auswirkungen. Es wirkt zum Beispiel für Sportler, für hochrangierte Sportler, für olympische Athleten. Die haben schon alle möglichen Trainingsmethoden. Aber diese Methode macht es noch einen Schritt weiter.
Auf der anderen Seite, es kann helfen für Menschen, die sind schon krank, lange Zeit, haben chronische Probleme, die liegen im Bett, manchmal Monate und Jahre. Doch mit dieser Methode kann man helfen. Und aber wichtigste für unsere schönen Damen, dass es macht auch jung. Es bringt bestimmte Verjüngung. Man kann es messen, in, zum Beispiel bei Blutanalyse. Man kann sehen, verbessern sich die Werte, biochemische Werte, Rotblutkörperchen steigen. Also diese Methode ist richtig eine unterschätzte bis jetzt. Aber wir haben mehr und mehr Beispiele, dass es wirkt. Ich glaube gar nicht, dass das unterschätzt ist, sondern das ist nur nicht sehr bekannt. Ja, es ist weniger bekannt, aber immer jedes Jahr ein bisschen mehr. Und die Leute, die das kennenlernen, die unterschätzen das nicht mehr. Ja, das ist korrekt, ja. Bin absolut einig da. Okay, vielen, vielen Dank. Danke dir. Sehr gerne. Herzliche Grüße. Und bitte Ihre neuen Erfahrungen wie und tauschen nächste Mal. Ja, gerne. Sehr gerne. Vielen Dank. Okay, danke. Und bleiben Sie mit uns. Ja.